señor cerrajero. Cumpla su deber a cabalidad. La chapa está abierta, señor juez. Eso fue lo que yo juré. La chapa sí, pero la puerta no. Colabore a ver con este despacho, hombre. Estrategie der Schnecke. Bolivien 1993. Nur im Original mit Untertiteln. Der Schocker ist wahrscheinlich selbst den Jungs von Arte zu langweilig. Ist der von Susanne? Nein, der ist von Michael Kessler. Was ist mit dem los? Hat mir einen ganzen Stapel mitgebracht. Tolle Sachen. Dokumentation über Musicals, alles was ich mag. Der hat Geschmack. Sag mal, lädt er jetzt seinen alten Mist bei uns ab? Das ist kein alter Mist. Und dir kann es übrigens auch nicht schaden, dich mal ein bisschen für die Probleme anderer Menschen zu interessieren. Weißt du was? Genau das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt hoch zum Trompeten Albrecht und schaue mit ihm Wallace-Filme. Und warum mache ich das? Weil er der Einzige ist, der den alten Mist noch mit dir guckt. Nein, weil er sich freut, dass er auch mal ein bisschen Gesellschaft erhält. Hm? Na, viel Spaß, ich bleib hier. Ja, natürlich. Wenn ich mich nicht für die Probleme arbeitsloser bolivianischer Einradfahrer interessiere, bin ich der Sozialautist. Aber wenn 3 Meter über uns ein alter Mann vereinsamt und man muss nur mal die Treppe hochgehen, um ihm einen schönen Abend zu machen, dann ist das für Miss UNICEF hier natürlich wieder zu viel. Probier doch mal. Hm? Die sind außen scharf, weil sie so grün sind. Das kennst du vom Sushi, ne? Von dieser grünen Paste. Weißt du, beim ersten Mal habe ich noch gedacht, dass es Pistazien ist. Mann, Basti, ich würde wirklich gerne den Film gucken. Oh. Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Wenn ich einmal eine DVD gucken will! Komm, blas mir doch die Wolken fort. Trompeten ist dein Lieblingssport von Stefanie Hertel und Stefan Moss. Das ist von 94, glaube ich. Basti, bitte hochgehen und fragen, ob er es leiser macht. Wieso das denn? Ich habe eine 6.1 Dolby Digitalanlage. Hör bitte mal. So. Kamel siegt gegen Trompete. Bastian, das nervt. Wieso ist es genauso laut wie im Kino? Hm? Da beschwerst du dich auch nicht. Außerdem kann ich jetzt wieder Nüsse essen. Sagen Sie, haben Sie eine Vollklatsche, Pastewka? Hallo, Frau Bruck. Machen Sie sofort den scheiß Fernseher leiser. Ich muss mich konzentrieren. Der alte Albrecht von oben hat seinen so laut. Da musste ich meinen lauter machen. Es ist mir doch egal, dann gehen Sie doch hoch und sagen, ihr soll ihn leiser machen. Gehen Sie doch hoch, ich höre ihn jetzt nicht mehr. So, ich sag Ihnen jetzt mal eins, Pastewka. Ich muss übermorgen um 10 meine Diplomarbeit abgeben. Und wenn Sie jetzt nicht sofort diesen dämlichen Fernseher leiser machen, dann... Schnick, schnack, schnuck, wer hochgeht? Schnick, schnack, schnuck am Arsch! Sie gehen da hoch! Außerdem heißt das Knobel. Angst zu verlieren? Aber ohne Brunnen. Ja, natürlich. Also, Schnick, Schnack, Schnuck! Ja? Elektrogeräte müssen getrennt entsorgt werden. Morgen, Frau Bruck, jetzt bei der Müllabfuhr? Das Ding muss in den Sondermüll. Ich sag's nur. Hier, es ist ganz wichtig, es ist meine Diplomarbeit, ja? Ich muss spätestens in einer halben Stunde in der Uni sein, ja? Kein Problem. Moment, Moment, die kann ich doch jetzt mitnehmen. Ich muss doch eh zum Sondermüll. Weck mich, Pastewka. Echt. Sag mal, brauchst du einen Sandwichmaker? Nee, danke. Von Michael Kessler. Nee, ich hab selber so ein Ding. Benutzt man eh nie. Was kostet es, wenn du das Ding zum Sondermüll fährst? 10er? Mhm. Okay, bitte. Danke. Ich mach's dir hinten drauf. So. Ist fest. Alles klar. Alles klar. Ciao. Ciao. Danke.